Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Julis Tier Talk. Ich bin heute an einem sehr verregneten Tag hier draußen. Es ist auch schweinekalt. Aber was muss, das muss. Aber Nero braucht ja seine Auslastung, deswegen muss man mit einem Hund eben bei jedem Wetter raus. Und jetzt nutze ich einfach mal kurz die Pause. Ja, schön, es regnet, um wieder ein paar Fragen zu beantworten. Die erste Frage für heute kommt von m.jagut. Hallo Juli, ich habe einen kleinen Terrier-Mix und sie springt alle Leute an, die auf dem Spaziergang vorbeikommen. Was macht man dagegen? Nicht alle Leute mögen es, wenn sie von einem Hund angesprungen werden. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, keiner wird gern von einem fremden Hund angesprungen, der dann auch dreckige Pfoten hat und so. Auf jeden Fall musst du deinem Hund das Anspringen abtrainieren. Dafür ist es ganz hilfreich, wenn du einfach ein paar Freunde dafür rausholst oder ein paar Verwandte, die vielleicht deinem Hund nicht so oft sehen und die einfach auf so einen Spaziergang geht. Und wenn euer Hund die andere Person anspringt, soll diese Person einfach mal für ein paar Sekunden einfach die Pfoten vom Hund festhalten. Das mögen Hunde nicht und dann irgendwann finden die das natürlich dann auch blöd, ja, wenn sie anspringen, dass dann ihnen halt eben kurz die Pfote festgehalten wird. Alternativ kannst du natürlich auch den Hund bei Begegnungen an deiner Seite absitzen lassen. Oder natürlich auch dafür sorgen, dass der Hund bei dir bei Fuß läuft und auch von der Leinenlänge nicht zu den anderen Leuten her hinstürmen kann. Das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr nützliche Hilfe. Und wenn der Hund natürlich mit allen Pfoten am Boden bleibt, natürlich ganz ausschwänglich belohnen, aber versuchen, den Hund dadurch nicht hoch zu pushen, weil wenn man den Hund wieder hoch pusht, springt er natürlich hoch. Aber das sollte man auf jeden Fall trainieren, weil ja, das kann auch mal eine unschöne Begegnung geben und das muss dann halt eben nicht sein. Evian.dvkrt. Hi Juli, ich habe einen Wellensittich, der auch an meine Hand gewöhnt ist. Ich möchte ihn öfter in meinem Zimmer frei fliegen lassen, habe aber Angst, dass er Kabel anknabbert oder gegen das Fenster fliegt. Ich könnte die Jalousie ja benutzen, aber dann bekommt er ja kein Tageslicht mehr zu sehen. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Also ich habe ein ganz, ganz ausführliches Video zum Freiflug bei Sittichen gemacht. Da habe ich auch alle Tipps aufgelistet, wie man einfach das Zimmer natürlich vogelsicher machen. Du kannst zum Beispiel so Klebezettel draufspringen, es gibt Fensterfarben oder du tust einfach den Rollo reicht runter. Wenn du auch natürlich Gardinen hast, ist es natürlich auch nützlich. Und was ich gelesen habe, ein Wellensittich, also wenn du tatsächlich nur einen Vogel hältst, bitte schaff deinem Vogel einen Partner an, weil Wellensittich erhält man eigentlich mindestens zu zweit, weil die Vögel halt Schwarmtiere sind und alleine ist es einfach nichts von der Haltung für das Tier. Die nächste Frage kommt von Juli Nero Fanpage. Wie lange dauert es, bis mein Hund stubenrein ist? Ich glaube mal nicht, dass das auf die Rasse ankommt, aber wenn doch, dann sag ich mal die Rasse. Old English Bulldog. Also das kommt wirklich nicht auf die Rasse an. Wie schnell der Hund stubenrein wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Natürlich ist auch ein großer Faktor, was der Züchter für Vorarbeit geleistet hat, um den Welpen schon stubenrein zu bekommen. Also viele Züchter trainieren schon die Stubenreinheit beim Welpen, dass wenn die dann in die Familie kommen, die schon natürlich ein paar Anleitungen dazu haben. Natürlich kann aber auch ein ganz kleiner Welpe seine Blase nicht richtig halten und es passiert dennoch zu Missgeschicken. Da hilft es einfach nur an dem Training gut dran zu bleiben, alle 2 Stunden raus in der Anfangszeit und wenn der Hund draußen sein Geschäft gemacht hat, ausschwänglich loben und belohnen. Ein Video zur Stubenreinheit beim Welpen habe ich auch gemacht, verlinke ich euch auch in die Beschreibung. Und es ist auch vollkommen normal, dass auch mal, ja, nach 3 Monaten auch mal ein Ausrutscher passiert. Das ist in der Anfangszeit vollkommen normal, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich kenne das von mir, wo es mit Nero 1 Monat sehr, sehr gut mit der Stubenreinheit geklappt hat und er dann an einem Tag mal in die Wohnung gepieselt hat, da habe ich mir auch totale Sorgen gemacht. Oh Gott, was habe ich denn falsch gemacht und so, aber das war komplett unbegründet. Und deswegen macht euch keine Sorgen, bleibt einfach beim Training dran und dann wird das auch schon klappen. Die nächste Frage kommt von Sonne1312. Hey Juli, ich habe eine Frage und zwar kannst du mal ein Video machen, wo du zeigst, wie man Kekse für Zwergkaninchen backen kann, wenn möglich in näherer Zukunft. Übrigens, bist die beste YouTuberin ever. So, danke schon dafür. Kekse für Zwergkaninchen werde ich so ein Video nicht hochladen, weil Kekse und alles, was mit Brot zu tun hat, für Kaninchen absolut ungesund sind. Ich weiß, dass auch in den Tierfachhandel zum Beispiel so selbstgebackene Kekse, Ringe und so andere bunte Popzeug für Kaninchen angeboten werden. Das ist allerdings sehr ungesund und ich möchte
einfach auf meinem Kanal nichts Ungesundes für Tiere bringt. Wenn du deinem Kaninchen eine tolle Freude machen willst, dann hol ihm ein paar schöne frische Wildkräuter oder auch ein leckeres Gemüse. Da hat er einfach mehr davon, als wenn er irgend so einen ungesunden Keks isst. Die nächste Frage von Fanpage for Tyrafin. Hey Juli, ich habe mal eine Frage, und zwar haben wir zwei Kater. Der eine hat eine gesunde Figur, der andere ist übergewichtig. Wir haben es mit Diätfutter probiert, aber das möchte er nicht fressen. Draußen können wir auch nichts machen, weil es Wohnungskatzen sind. Hast du vielleicht einen Tipp, wie er etwas abnehmen könnte? Also wenn ein Kater plötzlich zunimmt, würde ich das an allererster Stelle mal wirklich mal vom Tierarzt abklären lassen, ob das tatsächlich nichts Gesundheitliches dahinter stecken kann. Der andere Schritt ist, wenn mit dem Tier wirklich alles in Ordnung ist und er jetzt keine Probleme mit der Schilddrüse oder so hat, was leider oft für Übergewicht in Frage kommt, dann würde ich auch schauen, was für ein Futter du fütterst. Also Trockenfutter macht prinzipiell dick. Trockenfutter ist ungesund für Katzen. Da würde ich auf Nassfutter umsteigen und da würde ich mir einfach mal die Zusammensetzung von dem Nassfutter einfach mal durchgehen und schauen, was du natürlich fütterst, weil es gibt halt leider so viel ungesunde Sorten, die Katzen leider dick machen. Ansonsten natürlich auch die Futterportion ein bisschen reduzieren, schauen, ob man tatsächlich nicht zu viel füttert, dass man einfach da einen Überblick hat. Und man kann natürlich auch in der Wohnung viel Spielaktivitäten machen und mit der Katze spielen und unternehmen. Also da würde ich sie da halt auch fordern. Aber zuerst würde ich das mal vom Tierarzt abklären lassen, ob da tatsächlich gesundheitlich alles okay ist. Und dann kann man dann intensiv an das Problem herangehen. So, die nächste Frage kommt von Domi und Janine und sie fragt, wann sollte ich meinen Hund am besten kastrieren lassen und wenn überhaupt, ist Nero kastriert? Nero ist nicht kastriert und ich werde ihn niemals kastrieren. Ich würde generell keinen Hund ohne medizinischen Grund kastrieren, weil Kastration so viele negative Nebenwirkungen auf den Hund haben. Es herrscht zwar immer noch das Irrtum, ja, wenn man kastriert, verhindert man, dass der Hund Hodenkrebs und so bekommt, zum Beispiel männlicher Hund oder bei einer Hündin natürlich Gebärmutterhalskrebs. Allerdings fördern Kastration andere Krebsarten und viele andere Erkrankungen, auch Inkontinenz, Übergewicht und alles. Deswegen bitte, wenn es keinen gesundheitlichen Grund gibt, kastriert bitte eure Hunde nicht. Die nächste Frage kommt von Yoshiana. Wir haben seit 2 Wochen 2 Wellensittiche und sie beißen sich irgendwie dauernd. Versuchen es zumindest und fliegen, springen sich an. Ist das normal oder wollen die nur spielen? Beißen, also wenn die sich tatsächlich blutig beißen würden, dann würde ich natürlich die Tiere trennen und schauen, was dahinter steckt. Wenn sie aber nur so schnäbeln, so zärtlich aneinander kommen, das ist Schnäbeln, ist ganz normales Sozialverhalten bei Wellensittichen und ist wirklich nicht besorgniserregend. Es ist auch einmal vollkommen normal, wenn sich Wellensittiche auch streiten. Also das ist zum Beispiel kein Grund, die Tiere zu trennen. Wenn es aber tatsächlich kommt, dass der eine Vogel den anderen wirklich nur einschüchtern und es auch zu blutigen Verletzungen kommt, dann sollte man einschreiten. Wenn es aber Schnäbeln ist, ist es ganz normal gesundes Sozialverhalten. Die nächste Frage kommt von GoMoneyZero. Ist teures Katzenfutter Whiskas Felix besser als billigeres oder empfiehlst du ein ganz anderes? Ich würde Whiskas und Felix jetzt nicht unbedingt als teures Katzenfutter einstufen, eher als ein ganz, ganz billiges, was sich eigentlich von den Inhaltsstoffen kaum bis so gut wie gar nicht von den Discountern unterscheidet. Also so ein Futter würde ich auf gar keinen Fall füttern. Das ist mega ungesund, da ist mega viel Zucker drin. Fast nur Getreide, überhaupt kein Fleisch. Alles, was die Katze nicht braucht. Und wenn man einfach am Futter schon spart, zahlt man das im Endeffekt dann beim Tierarzt hinaus. Deswegen würde ich mich schon darum bemühen, ein gutes Futter für die Katze zu kaufen. Ein Video, woran man gutes Hunde- und Katzenfutter erkennt, habe ich ja schon mal gedreht. Kann ich euch auch hier nochmal unten in die Beschreibung verlinken. Ansonsten, wenn dir zum Beispiel ein hochwertiges Nassfutter zu teuer ist, kannst du dir auch überlegen, ob Barfen für dich in Frage kommt. Das wird zum Beispiel noch die natürlichste und artgerechteste Variante, deine Katze zu ernähren. So, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche. Vergesst mir auf keinen Fall, wieder neue Fragen zu stellen unter mein neues Foto auf meinem Instagram-Ack. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao.